Liebe Online-Gemeinde, da Sie mich gerade auf YouTube sehen, benutzen Sie wahrscheinlich ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Und wer diese Geräte kennt und nutzt, der kennt auch die wunderbaren kleinen Fehlermeldungen, die uns an manchen Tagen in den Wahnsinn treiben können. Irgendwas funktioniert nicht, das Programm stürzt ab oder startet erst gar nicht. Und die Softwarefirmen, die arbeiten Tag und Nacht daran, dass wir unsere Geräte ohne diese Fehlermeldung benutzen können. Dass es einfach läuft. Und dann kriegen wir ein Update. Und das Programm geht wieder. Ein 2.0 kriegen wir dann. Dieses 2.0, das ist ja auch ein gängiger Begriff geworden in anderen Bereichen des Lebens. Wie zum Beispiel in der Politik. Nehmen wir zum Beispiel einen Gesetzentwurf, der es nicht durch das Parlament geschafft hat. Der wird überarbeitet und dann wird über den Gesetzentwurf 2.0 neu abgestimmt und manchmal klappt es dann. Und genauso ist es auch in unserer heutigen Bibelgeschichte. Irgendwas ist da ganz gehörig schiefgelaufen. Die Fehlermeldungen poppen auf und poppen auf. Es geht so nicht weiter. Irgendwas braucht ein Update. Und das war so. Gott gab einem Mann einen ganz klaren Auftrag. Und dieser Mann war ein Prophet. Und Propheten tun eigentlich das, was Gott von ihnen will. Aber dieser Prophet nicht. Bei diesem Propheten ging auch einfach alles schief. So gehörig schief, dass er irgendwann im Bauch eines Fisches landet. Vielleicht ein Walfisch. Und in diesem Bauch des Walfisches, da passiert dann das Unglaubliche. Der Mann erfährt ein Update. Er bekommt ein Leben 2.0, denn er tut Buße und besinnt sich. Die Bibelgeschichte von Jona und dem Walfisch habe ich in diesem Frühling mit meinen Konfis bearbeitet und die haben auf ihre jugendlich frische Art einen Film gedreht. Den will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Die Geschichte von Jona und dem Walfisch wird oft abgetan als hübsche kleine Geschichte, die man im Kindergarten oder in der Grundschule erzählt. Doch damit wird ihr natürlich überhaupt nicht gerecht. Es ist eine großartige Geschichte, die uns als Leser mit vielen Fragen konfrontiert. Was sind die Dinge bei uns, was sind die Dinge in unserem Leben, die früher oder später zum Schiffbruch führen werden? Was brauchen wir an Updates in unserem Leben und wo sind die Fehlermeldungen? Wer bin ich überhaupt? Wer möchte ich eigentlich sein? Wie will ich leben und wie soll ich leben? Welchen Weg wählt Gott für mich und gehe ich dem nach? Was passiert denn, wenn ich Gott nicht gehorche? Und was ist überhaupt Sünde? Was ist Buße? Was ist Vergebung? Was ist Erbarmen? Was ist Gnade?
Im Buch Jona stecken die ganz großen Fragen des Lebens, aber auch die ganz große Antwort. Gott weiß den Weg für dich. Mit Gott an deiner Seite gehen die Fehlermeldungen weg und dein Leben 2.0 beginnt.